Hallo und willkommen zurück. Hier geht's jetzt endlich weiter. Wir gehen in die Höhle rein. Weiß nicht, ob ich hier nochmal Gips rausnehmen kann. Ich greife in den Sack, aber der ist leer. Okay, das war's also. Wir gehen also rein in die Höhle. Wo bist du denn letzte Nacht gewesen? Bei McDavid's. Ich habe mit Doyle und einigen anderen Burschen etwas getrunken. Deswegen siehst du so krank aus. Hast du auch noch eine Mütze Schlaf abbekommen? Nicht viel. Ich musste das Zimmer mit einem anderen Burschen teilen. Hat er geschnarcht? Kaum. Er war tot. Und du sagst, Pegram ist verschwunden? Ohne jede Spur. Aber mein Besuch hat sich dennoch gelohnt. Pegrams Edelstein. Der Edelstein der Templer. Wer auch immer Jacques Marquet ist, auf ihn wartet eine Enttäuschung. Jacques Marquet? Er hätte den Edelstein von Fitzgerald abholen sollen. Was hast du für Pläne? Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Montfaucon war. Alles, wonach ich mich richten kann, ist der Name und das Bild eines erhängten Mannes. Möchtest du den Edelstein verwahren? Nein, George. Die Versuchung wäre zu groß, ihn zu verkaufen. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Eine Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild, aber das zeigt drei scheußliche Gesichter. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Zwischen ihnen steht ein Edelstein auf einem Dreibein. Da arbeitet jemand an einem Webstuhl. Auf der Schriftrolle des Ritters steht ein Satz in Latein. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Das ist der Edelstein, den Pegram in Loch Marn gefunden hat. Das ist das Dreibein aus dem Museum von Croon. Ich kann hier nicht den ganzen Tag herumsitzen, so gern ich das wollte. Okay. Vergiss nicht, nach Lobineau im Museum von Croon zu fragen. Und warum schaust du nicht mal bei Rousseau vorbei, ob er was gehört hat? Okay, kann ich sonst noch was für dich tun, wenn ich schon mal unterwegs bin? Einkaufen, einen Trip in den Waschsalon? Pass auf dich auf. Ja, der Trip, beziehungsweise der harte Schnitt von der Höhle zu Nikos Apartment war jetzt ein bisschen schnell. Aber wir haben ja alles, was wir brauchen. Wir gehen jetzt ins Museum. So, Museum Grün. Er ist ein dünner, käsiger Kerl mit einer zweifelhaften Vorliebe für exotische Kleidung. Meine Mutter hat sich früher auch mal so gekleidet. Verzeihung, sind Sie André Lobineau? Live und in Farbe. Möchten Sie ein Autogramm? Nein, mir wurde gesagt, dass Sie mir vielleicht helfen könnten. Helfen? Ich heiße George Stobbart. Ich hätte gerne Ihre professionelle Meinung.
Nun ja, okay, schießen Sie los. Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Alamut ist der Name von dem Ort, an dem die Hashashin ihr Hauptquartier hatten. Wo ist das? Irgendwo in der Gegend, die einmal Persien hieß. In moderner Geografie kenne ich mich leider nicht allzu gut aus. Auf der modernsten Karte, die ich habe, ist Amerika als englische Kolonie eingezeichnet. Kommt Ihnen der Typ auf dem Foto bekannt vor? Nein. Was halten Sie hiervon? Der größte Edelstein, den ich je gesehen habe. Woher haben Sie den? Von Professor Pegrams Botenjungen. Pegram? Professor Nigel Pegram? Er ist in Irland, untersucht da eine Templerruine, nicht? Er war, bis er verschwand. Hat Pegram das in seiner Ausgrabung gefunden? Ja, das war ein Templerschloss. Glauben Sie, dass es Teil eines Templerschatzes sein könnte? Oh nein, das wohl weniger. Sie gehören doch hoffentlich nicht zu diesen Verrückten, die glauben, dass die Templer immer noch existieren. Naja, ich versuche das Ganze möglichst unvoreingenommen zu betrachten. Kennen Sie Pegram gut? Nicht besonders. Ich habe ihn auf einer Konferenz getroffen. Ich hätte mich gerne intensiver mit ihm unterhalten, aber ich hatte keine Zeit. Wann war das? Oh, im Sommer. Juli, glaube ich. In der zweiten Juliwoche? Kann sein. Ja, stimmt. Kurz vor dem Tag der Bastille. Pegram war also zur selben Zeit in Paris wie die anderen Opfer. Hä? Was für Opfer? Nichts. Nur laut gedacht. Was können Sie mir über Philipp den Schönen sagen? Er ist für die Ausrottung der Tempelritter verantwortlich. Das weiß ich. Warum wollte Philipp sie so unbedingt loswerden? Hauptsächlich, weil er ihren Schatz in seine Hände kriegen wollte. Er hatte enorme Schulden und musste irgendwie seinen ewigen Krieg gegen England finanzieren. Das Problem war, dass die Tempelritter einen äußerst hoch angesehenen heiligen Orden bildeten. Wenn die Templer so mächtig waren, wie hat es dieser Typ Philipp dann geschafft, sie auszulöschen? Durch schmutzige, unehrenhafte Mittel natürlich. Der Papst war Clemens V., ein Franzose. Franzose, ja? So ein Zufall, und wie praktisch für Philipp. Zufall hatte damit nichts zu tun. Er war Philipps Marionette, eingesetzt, um seinen politischen Ambitionen zu dienen. Philipp wollte den Reichtum der Templer und benutzte Clemens, ihn zu bekommen. Was hatte Philipp geplant? Was ist passiert? Versiegelte Befehle wurden in ganz Frankreich ausgesandt, die erst an einem bestimmten Tag geöffnet werden sollten. Dieser Tag war Freitag, der 13. Juli. Das ist der Ursprung des Aberglaubens, der dieses Datum umgibt. Im Morgengrauen wurden in ganz Frankreich die Templer verhaftet. Es war die größte Razzia in der Geschichte der Welt. Was passierte mit den Templern, nachdem sie festgesetzt wurden? Philipp wollte Blut sehen, also übergab er die Templer der Inquisition. Es ist nicht sehr überraschend, dass sie eine ganze Latte sensationeller und schrecklicher Gotteslästerungen gestanden. Wie was zum Beispiel? Och, die Sorte Zeugs, über die man in der Regenbogenpresse liest. Teufelsanbetung, abartige Sexualpraktiken, Anspucken des Heiligen Kreuzes, sowas eben. Das dürfte ihren Verteidigern ganz schönes Kopfzerbrechen bereitet haben. Egal, ob die Beschuldigungen wahr waren oder nicht. Gute Publicity war das jedenfalls nicht. Die meisten Anschuldigungen waren wahrscheinlich eiskalte Lügen, aber die Templer kamen dadurch ganz schön ins Schwitzen. Hunderte von ihnen wurden der Ketzerei für schuldig befunden und auf dem Scheiterhaufen gegrillt. Sie beteuerten bis zum Ende ihre Unschuld. Aber Philipp hatte doch ganz sicher keinerlei Beweise für seine Anschuldigungen gegen die Templer. Unter der Folter gesteht ein Mann alles, egal was. Die Inquisition fabrizierte einen unsinnigen Dämon, den sie Baphomet nannte, und sagte ihren Opfern dann, das sei es, was sie verehren würden. Aber da mussten die doch nicht mitmachen. Die Aufzeichnungen zeigen einen Templer, dessen Füße beide weggebrannt waren, als er vor Gericht erschien. Was würden Sie alles gestehen bei einer solchen Folter? Es ist also keine Wahrheit an dem, was diese ganzen Baphomet-Anschuldigungen angeht. Nicht ein Fünkchen. Fast jedes Opfer beschrieb das Götzenbild anders. Nein, Baphomet existierte lediglich in den kranken Hirnen der Inquisitoren. Philipp hat also den Schatz der Templer gestohlen, richtig? Oh nein, die waren ja nicht dumm.
Die Truppen des Königs marschierten erst zum Tempel von Paris und dann zum Heimathafen der Templer, nach La Rochelle. Es gab keine Spur von dem Schatz und die Flotte der Tempelritter war in See gestochen. Sagt Ihnen der Name Montfaucon etwas? Klar, das war der schrecklichste Ort von Paris, zumindest vor der Revolution. Eine öffentliche Toilette? Montfaucon war der Platz, an dem viele Tausend exekutiert wurden. Ein dunkler Tempel des Todes mit vielen Bogenreihen. In jedem Bogen ein grausiges Ausstellungsstück. Galgen, an denen die Gehängten baumelten und die Krähen warteten. Das erklärt das Bild mit dem gehängten Mann. Ich habe einen Hinweis auf Montfaucon in Irland gefunden, in einem Dorf, das Loch Marne heißt. Wo genau liegt Montfaucon? Im Nordosten, beim Kanal Saint-Martin. Aber es ist nichts davon übrig. Der alte Galgen wurde während der Revolution abgerissen. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu einer mittelalterlichen Handschrift. Vraiment? Haben Sie die Rolle hier? Nein, sie ist zu empfindlich und außerdem, da gibt es gewisse Leute, die vor nichts zurückschrecken würden, um sie in ihre gierigen Hände zu kriegen. Hört sich toll an. Haben Sie eine Kopie des Textes? Es ist nicht viel, nur ein paar Sätze auf Latein. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir helfen, die Bilder zu entziffern. Ohne die Schriftrolle zu sehen? Das ist etwas viel verlangt. Sagen Sie mir nur eines, was bedeutet es Ihrer Meinung nach, wenn auf einem Bild zwei Männer auf demselben Pferd reiten? Die Tempelritter. Erscheint das Siegel der Tempelritter auf diesem Manuskript? Das würde ich zu gern mit eigenen Augen sehen. Können Sie mir etwas über die Tempelritter erzählen? Ja, natürlich, Georgie. Soldaten, Diplomaten, Söldner, Mönche, Banker, was immer Sie sagen, es passt auf die Tempelritter. Die größte Streitmacht der Christenheit. Jesus Miliz. Heilige Mutter. Woher haben die Templer ihren Namen? Von dem Gebäude, in dem sie ihr Hauptquartier eingerichtet haben. Der König von Jerusalem stellte ihnen einen Teil einer Moschee auf dem Tempelberg zur Verfügung. Man sagt, dass dort der echte Tempel von Salomon gestanden habe. Der Orden wurde zuerst als Ritter des Tempels und später als Tempelritter bekannt. Sie sind eine Goldgrube für Informationen, André. Freut mich, wenn ich Ihnen helfen konnte, George. Wieso waren die Tempelritter so reich? Ein Strom an neuen Rekruten verstärkte ständig ihre Reihen. Viele davon aus edlen Familien. Sie mussten ein Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams ablegen. Und so wurden ihr Vermögen, ihre Güter und Ländereien dem Orden überschrieben. Die Tempelritter besaßen sehr bald Land in Frankreich, Schottland, England, Spanien, genauer gesagt in ganz Europa. Die armen Christusritter wurden zur reichsten Macht der Christenheit. Ist es wahr, dass der Schatz der Tempelritter nie gefunden wurde? Ach, wer weiß das schon so genau? Wir wissen so wenig von dem, was wirklich geschah. Und andererseits ist es möglich, dass die Wahrheit nie an die Öffentlichkeit gelangte. Was wollen Sie damit sagen? Die Templer umgibt ein mythologischer Status, so wie zum Beispiel auch den britischen König Artus. Selbst jetzt gibt es Leute, die behaupten, dass die Templer immer noch existieren. Halten Sie das für wahrscheinlich? Nein, nicht für einen Augenblick. Jemand passt auf die Schriftrolle auf. In Paris? Ja, ist gar nicht weit von hier. Na gut, geben Sie mir die Adresse und ich komme hin und schaue mir das Ganze mal an. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht sollte ich das erst mit ihr absprechen. Eine Freundin also? Ja, es ist eine Frau. Ist es nur meine Einbildung oder erscheint da auf einmal wirklich ein raubtierhafter Glanz in seinem Auge? Auf einmal hat sich dieser freundliche Historiker in einen großen bösen Wolf verwandelt. Diese Freundin, bei der die Schriftrolle ist... Ah oui, die unbekannte Dame. Sie wohnt in der Rue Jarry, Nummer 63. Ah, da kenne ich mich gut aus. Ich komme vorbei, sobald ich kann. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Bin jetzt doch unentschlossen. Eigentlich möchte ich dieses Dreibein natürlich gerne haben. Verzeihung. Oui, Monsieur. Nee. Vergessen Sie's. Würdest du mal versuchen wollen? Also ich weiß, wie ich hier die Lösungen herbeiführe, aber ich weiß nicht, ob ich schon zu früh bin. Moment.
Muss ich warten, bis er weggeht? Na, war zu früh. Also ich locke ihn da hin, er macht das Fenster zu, kann mich verstecken. Das ist einfach lächerlich. Ich könnte mich hier stundenlang aufhalten. Okay, also viel zu früh. Gut. Dann neue Location. Montfaucon. Wir wollen ja eigentlich einmal nochmal zum Polizeiinspektor. Da. Entschuldigen Sie, was wollen Sie diesmal? Haben Sie schon mal von einem Mann namens Marquet gehört? Ja. Früher war er bekannt als der Maulwurf von Montmartre. Ich habe gehört, man hat ihn ins Hospital geschafft. Wahrscheinlich war das einer seiner Rivalen. In welches Hospital hat man Marquet eingeliefert? In die Aggenmeyer-Klinik in der Avenue des Arisons. Warum hatte Marquet den Spitznamen Maulwurf vom Montmartre? Wahrscheinlich, weil er in Montmartre wohnte, vermute ich. Ja klar, aber warum Maulwurf? Keine Ahnung. Weil er seine Nachbarn den Rasen ruiniert hat? Ich möchte einen Überfall melden. Ja, Monsieur? Wo ist das Opfer? Ich selbst bin das Opfer. Ich wurde von ein paar Ganoven überfallen. Ah, ich verstehe. Und wo fand dieser angebliche Überfall statt? Vor dem Hotel Ubu. Sie haben mir aufgelauert, als ich das Hotel verließ und meine gesamten Taschen durchstöbert. Können Sie die Täter beschreiben, Monsieur? Der eine sah aus wie ein Gorilla, der andere wie ein Wiesel. Sie heißen Flapp und Guido. Oh. Bon, diesmal schnappe ich sie mir. Was werden Sie mit Flapp und Guido machen, Sergeant? Ich werde sie am Kragen kriegen, Monsieur. Seit Jahren hoffe ich, dass ich dem sauberen Pärchen mal etwas nachweisen kann. Jetzt habe ich endlich meine Chance. Ich werde es Ihnen schon zeigen. Und dem Inspekteur auch. Danke, Sergeant. Danke, dass Sie mich ernst nehmen. Ich tue nur meine Pflicht, Monsieur. Ist Rousseau hier? Ja, er ist da. Wollen Sie ihn sprechen? Ja, gerne. Einen Moment, Monsieur. Es ist dieser Stobart, Monsieur. Er besteht darauf, noch einmal mit Ihnen zu reden. Vielen Dank, Moi. Was gibt es, Monsieur? Kennen Sie ein Halunkenpärchen namens Flapp und Guido? Ich kenne die beiden, seit sie von der Sonderschule geflogen sind. Guido ist ein widerlicher Kerl, aber Flapp ist das Gehirn dieser Partnerschaft. Wo haben Sie von den beiden gehört? Ich habe sie vor dem Hotel Ubu getroffen. Haben Sie schon mal von Dr. Pegram, dem Archäologen, gehört? Molly Pegram? Der zweite Sohn von Lord Barclay Pegram? Keine Ahnung, ich habe nur in einer Zeitung etwas über ihn gelesen.
So viel zum Thema wirksame Rehabilitation. Was hat er diesmal angestellt? Er hat in Irland einen bedeutenden archäologischen Fund gemacht. Kennen Sie Pegram gut? Ich habe zwar gewisse Kontakte zu seiner Familie, aber von ihm selbst weiß ich so gut wie gar nichts. Ist Molly sein richtiger Name? Natürlich nicht. Das ist der Spitzname, den er in der Schule hatte. All seine Freunde und Bekannte kennen ihn als Molly. Haben Sie jemals von einem gewissen Marquet gehört? Jacques Marquet. Marquet? Den Namen kenne ich sehr gut. Er hat ein Vorstrafenregister mit Verdacht auf Erpressung, Kidnapping, Brandstiftung und Kunstdiebstahl. Ein Allround-Talent, wie? Wieso läuft er noch frei herum? Sein Draufgängertum wird nur noch von den Fähigkeiten seines Rechtsanwaltes übertroffen. Haben Sie von den Tempelrittern gehört? Die Templer? Aber natürlich, Monsieur. Ihr Ruhm ist in Frankreich ungebrochen. Wir haben sie nicht vergessen wie der Rest von Europa. Es war allerdings der König von Frankreich, der sie verfolgte. Allerdings. Das hatte gesessen. Unter seiner kultivierten Fassade steckte ein ziemlich unsicherer Kerl. Sie sind offenbar ein großer Bewunderer der Tempelritter. Das waren Männer von großer Ehre, Monsieur. Die Blüte des Rittertums. Nicht jedermann sieht das so wie Sie, Inspektor. Nicht jeder teilt meine leidenschaftliche Liebe zu Bartok. Aber wenn die Tempelritter so ehrbar gewesen sind wie... Das langt jetzt. Ich habe kein Interesse an Ihrer unmaßgeblichen Meinung. Warum regen Sie sich so auf über die Tempelritter? Die sind doch seit Jahrhunderten ausgestorben. Ich hätte es nicht übertreiben sollen. Vielleicht waren seine Vorfahren Tempelritter. Warum auch immer, ich habe gesehen, wie der Zorn in seinen Augen aufgeplackert ist, wie ein fernes Sommergewitter. Die Tempelritter waren die ersten wahren Internationalisten. Noch heute, 800 Jahre später, ist die Welt in kleine Schnipsel zerstückelt, von nationalistischen, fahnenschwingenden Idioten. Entschuldigen Sie mich. Nun gut, aber wir haben eine ganze Menge mehr erfahren. Ich glaube, wir haben auch noch eine Location dazu gekriegt. Wir fangen mal mit dem Hospital an. Das alte Gebäude strahlt noch immer etwas von seinem alten Charme aus. Die modernen Anbauten wirken wie eine Baseballmütze auf einer mittelalterlichen Heiligenfigur. Das Gesicht des jungen Mannes strahlt Energie und Enthusiasmus aus. Meine Meinung, frisch von der Uni. Hi, ich heiße George Stobbart. Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir. Sie können mich George nennen, wenn Sie wollen. Sind Sie sicher? Ja, so heiße ich. Ich heiße eigentlich Benoit, aber alle nennen mich Bunny. Bunny? Stimmt genau. Ich hatte dieses niedliche Häschen, als ich noch klein war. Verschonen Sie mich damit, Benoit. Kennen Sie den Mann auf dieser Fotografie? Nein, Sir, habe ich noch nie gesehen. Wissen Sie etwas über einen Patienten namens Marquet? Nein, Sir, ich kenne noch so gut wie gar keinen der Patienten. Ich habe noch nie einen Arzt getroffen, der zugegeben hat, dass er auch nur ein Mensch ist. Ich bin noch in der Ausbildung, Sir. Ich werde mich schon noch anpassen. Bis später dann. In Ordnung. Gut, gehen wir jetzt nicht viel weiter, glaube ich. Die Frau schafft es, total überarbeitet und gestresst auszusehen, obwohl sie überhaupt nichts zu tun scheint. Verzeihung. Oui, Monsieur? Ist das die Hagenmeier-Klinik? Stimmt, haargenau. Ich dachte, ich wäre in einem Gartencenter. Oh, die Pflanzen, die waren meine Idee. Ein bisschen Grün, um einen Hauch Natur hereinzubringen. Womit kann ich Ihnen helfen?
Ich fange mal hier an. Haben Sie diesen Mann hier in der Klinik gesehen? Nein, Monsieur, und ich vergesse nie ein Gesicht. Ich möchte Jacques Marquet besuchen. Ah, ja. Sind Sie mit unserem Patienten verwandt, Monsieur? Ja, ich bin sein seit langem verschollener Bruder. Ein Bruder, der nur halb so alt ist, einen anderen Namen und einen amerikanischen Akzent hat? Ja, darüber wundern sich die Leute immer. Daran ist aber, denke ich, unsere Mutter schuld. Wir wurden in frühester Kindheit voneinander getrennt. Es war tragisch. Eine Verwechslung im Kindergarten des Einkaufszentrums von Oakland. So etwas Lächerliches habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Das war's wohl nicht. Okay. Also kann ich Marquet sehen, bevor er in die ewigen Jagdgründe eingeht? Mit dieser Einstellung kommen Sie ganz sicher nicht sehr weit. Meine Anweisungen waren deutlich und klar. Niemand besucht Marquet. Mhm. Und solange Sie nicht beweisen können, dass Sie ein Verwandter oder sehr nahestehender Freund sind, verschwenden Sie hier Ihre Zeit. Hatte Marquet Besuch von ein paar Gangstern? Das will ich doch nicht hoffen. Können Sie sie beschreiben? Ein dünner Typ, der wie ein Wiesel aussieht, und sein Freund, der Gorilla. Hört sich an, als wären sie aus dem Zoo ausgebrochen. Ist Marquet von einem Mann in einem Clown-Kostüm besucht worden? Ganz sicher nicht. Sie haben keinen verkleideten Mann gesehen? Naja, doch. Da ist Theodor, der Bär. Der kommt jeden Donnerstag, um die Kinder zu unterhalten. Ich persönlich glaube ja, dass er sie mit seinem zerzausten alten Bärenkostüm eher halb zu Tode erschreckt. Wenn ich bewegungslos auf dem Rücken liegen müsste, mit Schläuchen aus sämtlichen Öffnungen, dann wäre er bestimmt der Letzte, den ich sehen möchte. Nun gut. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Ma'am. Gern geschehen. Wer ist er denn hier? Der Typ scheint sein autoritäres Image zu trainieren. Heute arbeitet er gerade an Kapitel 2, dem vernichtenden Blick. Hi, ich heiße George Stobart. Wirklich? Wenn Sie einen Termin machen wollen, gehen Sie zum Empfang. Ich suche jemanden, der Jacques Marquet heißt. In welcher Abteilung arbeitet er? Überhaupt nicht, er ist hier als Patient. Ach so, ja. Sie wissen, dass hier strikte Regeln in puncto Besuchszeiten herrschen, nicht wahr? Es ist wichtig, ich muss dringend mit Marquet reden. Wir machen absolut keine Ausnahmen. Aber es geht um Leben und Tod. Das gut geölte Funktionieren dieses Krankenhauses ist die wirkliche Sache um Leben und Tod. Und darum haben wir Regeln. Ich sollte Sie vielleicht warnen, dass Marquet nicht das ist, für was Sie ihn halten. Das müssen Sie schon etwas näher erklären. Er hat sich mit ein paar Leuten verbündet, die die Herrschaft der Erde übernehmen wollen. Quatsch. Davon einmal abgesehen, haben Marquets Auftraggeber im Voraus gezahlt. Und das für eines unserer exklusivsten Privatzimmer. Könnten Sie mir verraten, wer die Chefs von Marquet sind? Natürlich nicht. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gut, also so kommen wir hier nicht weiter. Wir werden das wohl manuell versuchen müssen, also selber uns da reinmogeln. Okay, jetzt irgendwo los wohin anscheinend. Nun gut. Dann versuche ich noch mit. Nee, eigentlich wollte ich mit ihm reden, aber. Verzeihung. Oui, Monsieur? Schauen Sie sich diesen Ausweis an. Sie sind also Morla. Marquet hat schon nach Ihnen gefragt. Ah. Nach mir? Ja, er hat Ihren Namen gerufen, als Sie ihn eingeliefert haben.
dann schauen wir doch mal. Er war auf Station B12, wenn ich mich recht erinnere. Oh, er wurde verlegt nach... Ach du meine Güte, er ist auf Station J2. Das ist... die Station von Schwester Grendel. Was ist so schlimm an Schwester Grendel? Sie leitet die Station wie ein südamerikanisches Gefängnis. In einer Station für Disziplin zu sorgen, ist doch kein Verbrechen, oder? Disziplin? Wenn es um Gehorsam und Strafe geht, steckt sie den Marquis de Sade locker in die Tasche. Alles, und damit meine ich wirklich absolut alles, läuft nach einer strikten Routine ab. 6 Uhr wecken, 6.10 Uhr auf die Toilette und wehe dem, der keine Ergebnisse vorzeigen kann. Ihre Patienten sind wie pavlovsche Hunde. Sie hört sich wie ein echter Albtraum an. Und das ist noch untertrieben. Wenn Schwester Grendel so bösartig ist, warum wird sie dann von den Verantwortlichen geduldet? Sie gehört quasi zum Inventar. So lange ist sie schon hier? Nein, ich will damit sagen, dass es nicht einen Mann in dieser Klinik gibt, der sie nicht schon als Matratze benutzt hat. Langsam ging mir ein Licht auf. Diese Dame war eifersüchtig und das nicht zu knapp. Wie finde ich die Station von Schwester Grendel? Den linken Korridor runter, an der Toilette für Verwaltungsbeamte im höheren Dienst rechts. Und nochmals rechts ab beim Kaffeezimmer des Verwaltungsrates. Hinter der Krankenhausleitungssauna links halten. Und am Ende nochmal links, das ist J2. Und viel Glück. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Ma'am. Gern geschehen. Gut, ich denke mal, dürfen wir hier lang. Als ich mich umdrehe, sehe ich die Quelle des grausigen Geräuschs, das durch die Korridore hallt. Es ist eine Industriebohnermaschine, hinter der ein merkwürdig aussehender Typ herzockelt. Hallo. Was ist? Ich sagte Hallo. Oh, hi. Kann ich mal eine Sekunde mit Ihnen reden? Ich dachte, das hätten Sie gerade gesagt. Nun schauen Sie doch nicht so betröppelt. Egal, wie schlimm die Dinge aussehen mögen, ich lass mich vom Leben nie umhauen. Oh yeah, und was ist der Trick dabei? Och, das ist ganz einfach. Sie müssen nur ganz einfach lächeln und dieses kleine Liedchen pfeifen. Wenn Sie anfangen zu pfeifen, stopfe ich Ihnen Ihre Zähne in die Nase. Abgemacht. Wissen Sie, wo ich einen Patienten finde, der Marquet heißt? Nein, ich darf mit Mr. Shiny nicht auf die Station. Ist Mr. Shiny zufälligerweise Ihre Bohnermaschine? Bitte, nennen Sie ihn nicht so. Er ist eher ein Freund als eine Maschine. Ich habe Mr. Shiny jetzt schon 3 Jahre und er hat mich noch nicht einmal im Stich gelassen. Wie kommt es, dass Sie so ein enges Verhältnis zu einer Bohnermaschine haben? Ich habe Sie doch gebeten, ihn nicht so zu nennen. Er hat einen Namen, wissen Sie? Oh yeah, Mr. Shiny. Es ist einfach so, dass... Sie finden das merkwürdig, nicht wahr? Nein, ich... Mir macht das nichts aus. Die Kollegen hier meinen eh, ich sei verrückt. Haben Sie gehört, wie Sie hinter meinem Rücken Witzchen reißen, wenn ich Mr. Shiny seinen wöchentlichen Ausgang gebe? Was immer zwischen Ihnen und diesem Metallmob besteht, ist sicher etwas Gutes und Edles. Echt? Hey, das passiert mir auch nicht jeden Tag, dass ich jemanden treffe, der genauso plemplem ist wie ich. Haben Sie irgendwelche merkwürdigen Figuren in den Fluren herumlungern sehen? Nein, Sir, hab ich nicht. Aber ich brauche auch vor nichts Angst zu haben. Was war das, Mr. Shiny? Du besorgst es den Kerlen schon? Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wenn man einen Freund wie ihn hat, braucht man sich vor seinen Unterdrückern nicht zu fürchten. Das muss sehr beruhigend sein. Das ist er.
Oh ja. Kennen Sie eine Schwester, die Grendel heißt? Aber klar doch. Hat sie heute Dienst? Ja, Ende von Korridor, Station J2. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Wer ist das? Das frage ich Sie doch gerade. Haben Sie ihn schon mal gesehen? Woher soll ich das wissen? Sie haben mir ja nicht gesagt, wer das ist. Schauen Sie sich das Foto an. Ja, okay. Also, haben Sie ihn schon mal gesehen? Nein. Bis später. Gut. Ja, passen Sie auf sich auf. Hey, Sie da! Da können Sie nicht rein. Wieso nicht? Ich bin für den Inhalt des Schranks verantwortlich. Vielleicht hat mich das Gesicht des unbegreiflich fröhlichen Angestellten übervorsichtig gemacht. Ich meine, ich weiß, dass es nur meine Einbildung ist, aber das Wasser schmeckt, naja, seltsam. Ich bin im Adventure. Ich will natürlich in die Tür rein, die angezeigt wird. Also, versuchen wir unser Glück. Ich will hier natürlich unbedingt in die Tür. Als ich den Stecker aus der Steckdose ziehe, hustet die Maschine, spuckt und steht still. Mr. Shiny? Was ist los, Kumpel? Ich kann gerade nichts machen. Dr. Stobbart, zu Ihren Diensten. So, dann gehen wir mal gucken, wie wir hier als Doktor jetzt weiterkommen. Oh, okay, daran geht's nicht. Guten Tag, Doktor. Oh, hi. Ist das hier Station J2? Ja, Sir. Die Patienten sind für die Visite bereit, Doktor. Danke, Schwester. Also, wer ist der Erste? Monsieur Croquet, in Bett 2. Was hat er für ein Problem? Er klagt über Bewusstseinsverlust. Das hier werden Sie brauchen, Doktor. Sie gibt mir eine lange, schmale Metallkiste, garniert mit einem bezaubernden Lächeln. Danke. Hi, ich bin Dr. Stobbart. Hallo, Doktor. Die Schwester sagte mir, dass Sie immer wieder das Bewusstsein verlieren. Genau, ich habe dieses Problem, solange ich denken kann. Es ist echt eine extrakorporeale Erfahrung. Wie der Tod, nur nicht so endgültig. Aha, wie lange dauert es? Nur den Bruchteil einer Sekunde, dann bin ich wieder da. Ich bin ja vielleicht kein Arzt, aber trotzdem stelle ich eine Diagnose. Hier ist jemand völlig durchgeknallt. Ich weiß genau, was Sie meinen. In der bekannten Medizin nennt man sowas Lidschlag oder populärwissenschaftlich ausgedrückt Plinkern. Ist das etwas Ernstes? Natürlich nicht. Es ist absolut natürlich. Aber überlegen Sie doch mal. 2 Sekunden in jeder Minute. Oh Gott, das macht ja fast eine halbe Stunde pro Tag. 2 Wochen in jedem Jahr, verbracht in absoluter Dunkelheit. Ich habe keine Zeit, mir diesen Unsinn anzuhören. In welchem Bett liegt Marquet? Um die Ecke, in Quarantäne. Was ist los mit ihm?
Keine Ahnung, aber die Männer, die ihn reingebracht haben, trugen Masken und Gummihandschuhe. Hey, Sie sind ein Doktor. Wieso wissen Sie das nicht? Selbst wir Ärzte wissen nicht alles. Und warum benehmen Sie sich dann so, als ob? Hatte Marquet irgendwelchen Besuch? Nein, und ich auch nicht. Das ist das Schlimmste, wenn man im Krankenhaus liegt. Man hat das Gefühl, von der ganzen Welt verlassen zu sein. Sie wissen doch, wie das ist. Das Leben geht weiter. Danke für die tröstlichen Worte. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, Doktor. Wer ist das? Ein kaltblütiger Killer. Einer Ihrer Kollegen? Nein, ein wirklicher Mörder. Hab ich nie zuvor gesehen. Wissen Sie, wie man diesen Gegenstand nennt? Nein, keine Ahnung. Gut, soll doch reichen. Also dann, tschüss und viel Glück. Danke, Doc. Na gut, ich bin kein Arzt, aber der Typ wirkt ziemlich tot auf mich. Der Karte nach heißt dieser Typ Croquet. Die Kurve zeigt eine ständige Abnahme seiner Pulsrate und einen ständigen Anstieg seines Blutdrucks. Es nimmt mich ziemlich mit, das Leben eines Mannes auf ein paar krakelige Linien reduziert zu sehen. Hallo, hallo. Wissen Sie, wie man diesen Gegenstand nennt? Nein, keine Ahnung. Okay. Gucken wir mal, was im Krankenblatt steht. Die Fieberkurve des armen Kerls sieht wie eine wilde Achterbahn aus. Kein Wunder, dass er so krank wirkt. Seine Temperatur ist normal, geht nur wenig rauf und runter. Hallo, jemand zu Hause? Wer sind Sie denn? Ich bin Dr. Stobbart und ich bin hier, um Sie auf dem steinigen Weg der Genesung zu begleiten. Dr. Monroe sagte, für meine Krankheit gäbe es keine Heilung. Ihr Problem ist, dass Sie zu viel Zeit im Bett verbracht haben. Sind Sie sicher, dass Sie qualifiziert sind, Herr Doktor? Das sollten Sie mal besser glauben. Was halten Sie von Schwester Grendel? Sie ist eine sehr effiziente junge Frau. Effizient? Das klingt, als wäre sie ein Staubsauger. Ich kann mich nicht beklagen. Die Frau am Empfang beschrieb Schwester Grendel als ein echtes Monster. Also das ist einfach nicht wahr. Sie ist sehr streng, aber das ist ihr Job, nicht? An einem Ort wie diesem hier muss Disziplin herrschen. Was können Sie mir über Marquet sagen? Das ist der Mann in dem Privatzimmer, nicht? In dem Zimmer, das mir gehörte, bevor die mich einfach rausgeschmissen haben. Wissen Sie, was Marquet fehlt? Die sagen mir doch noch nicht einmal, was mir fehlt. Sagen Sie, Doktor, was ist Ihre Meinung über meinen Fall? Es ist zu früh, sich festzulegen. Aber ich bin doch schon seit 3 Monaten hier. Ich werde Ihren Blutdruck messen. Warum? Ich bin Arzt. Das ist mein Job. Bis später. Nun gut. Mal gucken, wie wir anders weiterkommen. Vielleicht mit ihr. Könnten Sie bei der Gelegenheit auch einen Blick auf den Patienten in Bett Nummer 3 werfen? Er heißt Eric Soapmarsh. Was hat er für ein Problem? Er fantasiert. Ist frisch aus dem OP. Er hat gerade eine größere Operation hinter sich gebracht. Ich bringe ihn schneller wieder auf die Beine, als Sie, Lazarus, steh auf, nimm dein Bett und geh heim sagen können. Hi, ich bin's wieder. Ich überlege, ob ich ihm einen elektrischen Schlag versetzen soll. Aber das kann ich einem Kranken einfach nicht antun. Wissen Sie, was das hier ist? Sieht wie Gips aus.
Woher wussten Sie das? Ich bin Gipser. Kennen Sie diese rote Nase? Gehört die nicht Boissy? Nein, ich habe sie in einem Rinnstein gefunden. Er ist ein Clown, wissen Sie. Würde man gar nicht denken, wenn man ihn jetzt so sieht, was? Haben Sie mal was von einem Typ gehört, der Moala heißt? Nein, Doktor. Haben Sie eine Ahnung, was das hier ist? Nein, Doktor. Und um ehrlich zu sein, will ich noch nicht mal raten. Wissen Sie, wofür man dieses Werkzeug benutzt? Will ich lieber gar nicht wissen, Doktor. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß oder so ähnlich jedenfalls. Haben Sie schon mal was vom Club Alamut gehört? Ich bin nicht gerade der Typ für Nachtclubs, Doktor. Eine Partie Mau Mau und ein Glas Erdbeerwein. Das ist ungefähr meine Grenze. Bis später. Den soll ich aus dem Bett kriegen? Doktor? Was ist los, Schwester? Es ist schon wieder Nummer 2. Er will mir nicht sagen, was er will. Er sagt, er redet nur mit einem Mann. Muss ich das? Der Typ ist übergeschnappt. Doktor, ich muss mich doch sehr über Sie wundern. So spricht man nicht über unsere Patienten. Okay, okay. Ich schaue ihn mir an, aber ich sage Ihnen, er ist ein Simulant. Hallo, hallo. Haben Sie mal etwas von einem Kerl namens Moala gehört? Nein, Doktor. Wissen Sie, wie man diesen Gegenstand nennt? Nein, keine Ahnung. Ich überlege, ob ich ihm einen elektrischen Schock versetzen soll. Aber das kann ich einem Kranken einfach nicht antun. Wissen Sie, wofür man dieses Werkzeug benutzt? Augenoperationen? Ach, Unsinn. Dafür ist es nicht scharf genug. Haben Sie je vom Club Alamut gehört? Nein, habe ich nicht. Haben Sie eine Ahnung, was das hier ist? Bitte nehmen Sie das weg, bevor mir schlecht wird. Also dann, tschüss und viel Glück. Danke, Doc. Okay. Yeah. Die Kurve zeigt eine ständige Abnahme seiner Pulsrate und einen ständigen Anstieg seines Blutdrucks. Es nimmt mich ziemlich mit, das Leben eines Mannes auf ein paar krakelige Linien reduziert zu sehen. Ich will eigentlich dahin. Tippe ich mal. Doktor! Was ist los? Sie haben meinen Blutdruck noch nicht gemessen. Wollte ich doch. Sieht mir ganz gut aus. Sie machen das nicht richtig. Und ob ich das richtig mache? Nein, machen Sie nicht. Dr. Monroe hat das nie so gemacht. Ich kann keine vernünftigen Werte erhalten, solange Sie dermaßen aufgeputscht sind. Ich komme später wieder. Ahne mal, dass mich hier keiner dahin lassen wird. Oh, Doktor! Was ist? Sie sind mit meinem Blutdruck noch nicht fertig. Okay, also nochmal von vorn. Sie haben keinen blassen Schimmer, was Sie da tun, oder? Ich komme wieder, wenn Sie wieder wissen, wie man sich benimmt. Gut, das wird jetzt hier länger dauern. Aufgrund der Länge der Folge machen wir hier beim nächsten Mal weiter mit dem Blutdruckproblem. Und ich danke erstmal fürs Zugucken. Bis dahin. Tschüss.